Hallo an alle, die auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Wir sind hier heute im Minecraft-Titelbildschirm. Und ihr seht meine Maus seit langem mal wieder. Heute werden wir nämlich eine neue Adventure-Map spielen. Sie wurde von euch gewünscht und hier seht ihr sie jetzt also auch. Wir spielen heute zwar alleine und nicht mit irgendjemand anders zusammen. Die Map Diversity 2. Angeblich soll Diversity 1 ein großer Kassenschlager gewesen sein. Allerdings habe ich davon noch nie was gehört. Also gehen wir mal rein. Wir spielen Diversity 2. Wow. Hey, das ist eigentlich ein ziemlich guter Effekt. Na, es tut ein bisschen. Es irritiert ein bisschen. Aber die Map hier ist von dem, was ich auf der Forumseite gesehen habe, ziemlich groß. Und ich freue mich eigentlich auch schon darauf, die hier zu spielen. Wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Ja, so ein paar Aufnahmesessions werden es schon sein. Und unten in der Beschreibung findet ihr dann auch, welches einfügen muss und welches sowieso eingefügt hätte. Das Build-Team und ein Link zum Forum, wo ihr euch alles nochmal angucken könnt. Und ja, dann würde ich mal sagen, dass wir hier das Ganze jetzt mal starten. Also rein mit uns. Oh. Wow. Wow. Oh, da bin ich ja. Oh, wo geht's denn hier hin? Fancy. Okay, was haben wir hier? Insert Item. Okay, was steht hier? Introduction, Adventure, Arena, Trivia, Parkour. Oder Parkour, oder Parkour, oder was auch immer. Escape, Labyrinthian, Dropper, Survival, Puzzle, and Boss Battle. Oh, verschiedene Level. Okay, dann Introduction. Dead Bush. Dead Bush. I think I just put it in. Oh, was ist jetzt? Oh, ich kann es nicht lesen. Was ist los? Oh mein Gott, es geht los mit Escape. Diversity 2. Und was ich noch sagen muss, ist, dass ich ein Ordner da noch mit runtergeladen habe, wo Bilder davon sind, also könnte ich die jetzt auch benutzen. Muss ich keine Screenshots machen. Was haben wir hier? Get rich quick. Oh, wow. Okay, Diversity 2 is a multi-genre map. Your goal is to complete the monument by obtaining the genre-specific wood blocks throughout the map, okay. Quitting a branch will clear out all inventories. Don't type any game commands like TP, game mode, give, etc. As long as you stay within the modes, the map Räusper, automatically sets you in. You shall be able to do anything you want. Requirement 1.8 and 10 chunks render distance. Das gucken wir natürlich auch mal nach. Falsch. Hier. 16, okay. Und außerdem wäre ich hierdurch ja ganz schön reich. Anscheinend. Vanilla, Readme Text und Server Properties, Recommendations. Sollte ich alles haben? Wolken habe ich glaube ich noch an. 4 GB RAM habe ich auch. Multiplayer brauche ich nicht. Hey YouTuber! Okay! Don't forget to leave a shout out to the build team. Okay, dann was wollte ich nochmal nachgucken? Wolken. Wolken aus. Okay. Dann haben wir das jetzt und gehen wir unter Diversity 2. Jetzt mal in den nächsten Raum, würde ich mal sagen. Was haben wir hier? Farben. Insert Item. Was haben wir denn hier? Weiße Wolle. Insert the wool into the chest. Analyzing Item. Please stand back. Please stand back. Oh. Wow. Was passiert? Good. Now you know how to build the monument. Tue ich das? Wow. Wow, cool. Cool. Redstone, cool. Sowas. Oh, cool. Well, more, 10 more to go. Go get them. Okay.
Ich darf anfangen mit was ich will. Okay. Dann entscheide ich mal. Ach, lass mal den ersten Part ein bisschen entspannter machen. Starten wir mit dem Trivia. Initiate Transport. So, gucken wir mal, was ich weiß. Da steht hier Return to Hub. Ist hier vorne. Yes, no, I don't get it. Questions, I hate you. I hate you. Welcome to the Trivia Branch. Each question will be presented from the center button in the room. Walk through the door to of the answer you believe is correct. If you're wrong, though, there will be consequences. Do you understand? No. I don't get it. Oh, goody, you do understand. Sheesh. Oh, was? Das war die falsche Antwort. I don't get it ist die falsche Antwort? What? Also, wirklich, okay. Dann scheint, yes wohl die richtige Antwort zu sein. Dann haben wir hier Frage 1. Minecraft is a sandbox game which mainly consists of wood. What? Assassinating Templars. Oh, ich glaube, das ist es, oder? Stealing cars and taking over the city. Wow, das klingt auch ganz schön spannend. Mining and crafting. Na, nicht wirklich. Gliding around Arkham City Ninja Style. Klingt auch cool. Aber ich glaube, das ist eine Fun-Frage. Also nehme ich mal das, was am langweiligsten ist. I'd be concerned if you didn't know that one. Haha. ja, natürlich. What was the first known title for the game we have come to love called Minecraft? Cave Game, Minecraft, Survival Test, Untitled Project. Ich glaube, es war Cave Game. Ja, Cave Game ist richtig. Woo! In May 2009, Marcus Persson posted gameplay footage of Minecraft under the name Cave Game Tech Test. Frage 3. Oh, Farbe ändern. The first game type created for Minecraft is known as Creative. Okay, Entschuldigung, ich bin wieder da. Nö, ich trinke erstmal noch was. Also kann ich dabei noch die Frage durchlesen. Where items can be easily obtained without any work. Which of these is not available in the Creative Menu? Ein Wasserschluck ist nicht verfügbar. Okay, das ist glaube ich nicht das, was gefragt wurde. Also gucke ich mir die Fragen mal durch. Oh, nicht oh. Oh. Cooked fish. Firework, Rocket, Nether Brick and Nether Star. Wie war die Frage nochmal? Which of these items is not available? Ich glaube, das ist der Cooked Fish. What? Incorrect. The Cooked Fish is available in the menu. It's only fitting, you should go fishing now. Place your catch in the hopper to return to the branch. Wow. Okay, dann fischen wir mal. Na. Ich habe noch nie gefischt. Ich bin nicht wirklich gut daran. Ich frage mich eigentlich, warum der Haken über dem Wasser ist. Ah, jetzt ist er im Wasser. Das ist nämlich so ein Trick, den ich mal von dem ich mal gehört habe. Dass man einfach das Ganze nach oben werfen muss. Nein! Okay, ich hab's gleich.
So, haben wir nur drauf gestanden. Nur drauf stehen. Hier seht ihr mal einen extrem untalentierten Fischer. So, jetzt mal. Ha, diesmal nichts bekommen. Ups. Let's go fishing again. Ja, ein Raw Salmon. Ich krieg gleich schon mal einen Lachs. Also, haha, guckt euch das an. Einen Lachs. Ach, da sind wir wieder. Okay, wenn es das nicht ist, ich weiß, dass man Neverstar kriegen kann. Ich glaube, es ist Firework Rocket. For whatever reason, the Firework Rocket is not in the creative... Wirklich? You can either craft it or use comment blocks, your comments to gain. Ach ja, stimmt. Ah ja, okay. Another game type is called Survival, where items must be obtained by searching the world and crafting. Which of these items does not generate naturally in the world and instead must be crafted? Flower pot, iron door, snow block or pistons? Oh, it's a fun bugger. No. Incorrect. Iron doors are naturally generated in stronghold. Find the button to return to the branch. Where the heck am I? Wow. Da sieht man mal, was passiert, wenn man etwas nicht weiß. Wissen ist Macht, hä? Oder zumindest schwarze Wissen einen Zeit anscheinend. Ich glaube, ich bin noch nicht hier durchgegangen. Oh, okay. Ah, Schneeblöcke kommen auch. Okay, Ausstoßverfahren kommt bald. Incorrect. Snow blocks are naturally generated in ice plains. Spikes biome. Find the button or die to return to the branch. Knopf finden oder sterben, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Knopf irgendwo hier hinten sein muss. Da ist er ja. Okay, ich habe noch zwei Versuche. Flowerpots oder... Incorrect. Flowerpots can generate in witch huts. And find the button or die to the branch. Wow, ich bin gut. Ja, also, hier glaube ich noch nie jemanden gesehen, der besser... Oh, oh fuck. Ja, da war ich nicht. Running around at the speed of sound. A place at the golf hall. War ich nicht. Nämlich, dass ich einen Knopf finden kann. Ob es hier einen Knopf gibt. Also, kämpfen wir! Here we go! Na, oh, da bin ich gestorben. Da sind es wohl Pistons. Although sticky pistons are generated in jungle temples, regular pistons still must be crafted. Ich bin so gut. Ja, so gut. Minecraft consists of many biomes or regions of the world that change geographical structure and vegetation. Which of these is not a biome? Deep ocean, cold beach, hell. Da. Welcome to the hell. Ah, fuck, this thing has hell. Warum? Verstehe ich nicht. Also, ich musste, glaube ich, sterben, oder? Ja. Was stand da eigentlich? Okay. Ach, einfach in die Lava zu gehen. Oh, da sind wir wieder. Okay, dann müsste es wohl Mountains sein. Yep,
There's no biome called mountains. Mountains generated are typically part of the extreme hills biome. Okay. Next, the 1.7 update introduced quite a few new files to Minecraft, some of which with a 2-block height. Which of these is the tallest? Keine Ahnung. Die blaue Orchidee. Ich glaube, drei Tränke sollten vernünftig sein. Okay, zwei haben auch schon gereicht. Ich habe einen Schadenstrank. Dann ist wohl die Peony. Flowers that are 2 blocks high are Sunflower, Lilac, Rose, Bush and Peony. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. One way to deal damage to mobs is using gravity. Ups, war ich nicht. Ah. Which of these mobs cannot be hurt by falling? Ich würde sagen, Snow Golem. Chickens, golems, ocelots and magma cubes will not take damage from any height if they fall. Like most mobs, players can die if they drop from a high enough area, which is the highest area a player can fall without dying or without any armor potion effect. 23 Blöcke. At both 22 and 23 blocks, the player will survive with half heart. But 23 blocks is the highest. Das habe ich mir mal im Forum durchgelesen, ja. Ach, nein. In a standard game of Minecraft, which of these enemies will deal the most damage to the player with per hit? Wither. A good wither is very powerful, but actually does not deal damage per hit. Zombie Pigman. Believe it or not, Zombie Pigman will deal the most with whopping 7. Wah! On hard difficulty. What the heck is going on? Wirklich? Das wusste ich gar nicht. One way to gain extra abilities is through the use of a beacon. Ich glaube, ich sollte den Chat mal größer machen. Das kann man kaum sehen, meistens. 100%. Probier das mal so. Wow. So groß. Dann probieren wir es mal mit 84. Ja, sollte gut sein. Okay. Perfekt. Hey, das sieht sogar gut aus. One way to gain extra abilities through the use of a beacon. Which of these abilities is displayed in the upper tier of a pyramid when viewing the beacon window? Jump boost, resistance, speed or strength. It's speed. The uppermost tier displays two attributes, speed and haste. Boom, shakala. Frage 11. Mining is a key factor in Minecraft, especially with containing resources. All of the ores, emerald ore, is the rarest mineral block in the game and is home to which specific biome? Extreme Hills. Boom! Emerald ore is only generated in Extreme Hills biomes. Due to the nature of the generation algorithm, it may be found a short distance into adjacent biomes, but always within the same chunk as an extra Holz biome. Keine Ahnung, was bedeutet. Okay, eigentlich schon. Ich sollte mir vielleicht mal Zeit überlassen, das Ganze zu übersetzen, aber nein! Haha! There are a number of music discs within the game that can be played using a junk box. What is the title of the broken music disc? Ich glaube, das war 11 oder so. 11. All Minecraft music tracks have been produced by C418, including the Haunting 11. Whoa. Oh, cool, neue Frage. Lava is one of the two liquids in Minecraft, not including the block it lands on. If lava were to fall, how much distance will it continue to flow in the overworld?
Mal sagen, 5 Blöcke. Hört sich gut an? Na. Oh, wow. It's one of the two liquids. Keine Ahnung. 6. Ah, nehmen wir noch nicht. Oh. Ich brenne. Nur 3 Blöcke. While water will travel 7 blocks after it lands, fallen lava will land and continue to travel a total of 3 additional blocks in any direction. Wirklich. Wow. Hab wieder was gelernt. Another aspect of Minecraft is brewing or potion making. Which ingredient is the base for thick potions? Ich glaube, das war Glowstone Dust. A thick potion is base of creating a potion of weakness. You'll need a brewing stand, a bottle of water and Glowstone Dust. Das weiß ich, weil ich früher nicht brauen konnte. Da habe ich ganz halt irgendwie gesehen, dass mit Glowstone Dust irgendwas ging und dann kam nur so ein Schwächetrank heraus. War ganz schön eigenartig. The crafting recipe for the arrow is one flint above one stick above one feather. Using a single item for each. How many arrows will produce? Das waren 4 Pfeile. If you don't have a skeleton grinder and you want to actually craft for arrows, the will give you 4 arrows for each ingredient. Yeah, ice. Ice, baby. There are many different light sources in Minecraft. Which of these is the brightest? Sunlight during thunderstorm, nether portal, brewing stand, active. Oh, incorrect. Oh, was denn das? Redstone ore gives off a light level of 9, but one of the others brighter. Now reach the end and return to the branch. Okay, timing. Okay, ich muss mich hier jetzt mal wieder konzentrieren. Das wird ein Monsterpart. Was? Ich war doch drauf. Oder warum kann ich ja eigentlich nicht runter? Ah! Oh. Yeah. Dann muss wohl hier Sonnenlicht sein. Was? Es gibt ein... Aha. Nein. Did you hear something? Oh shit. Es gibt... Stirb, Kartoffel! Wo ist die Kartoffel? Also, es sieht... Ach so, okay. Ich wusste gar nicht, dass Redstone-Blöcke dann heller sind. Irgendwie. Ah, der Klopf ist wieder da. Wow, you actually survived that. Nether portal. Of these, the nether portal is the brightest, giving off a light level of 11. But I wouldn't suggest portals to light up your house. Haha. Ja. Monster Part. Schon gesagt, vorhin. Unglaublich lang dieser Part. Many wooden items can be used as fuel for smelting. Which of these items would burn the quickest when used as furnace fuel? Wooden fence, pickaxe, pressure plate. Nope. Wow. Also ganz ehrlich, das ist wirklich sehr, sehr viel, was man hier machen muss. Pickaxe, nein, 10 Sekunden. Es gibt wirklich etwas, was schneller ist als eine Pickaxe. Dann würde ich mal den Zaun versuchen.
15 Sekunden. Wow. Wirklich? Ein Slap brennt am schnellsten ab? Achso, weil das Ding, glaube ich, einfach nur als Hälfte von einem normalen Holzblock dann gewertet wird, wahrscheinlich. Ich habe eigentlich gedacht, dass das Ding noch ziemlich lange brennt, weil es ja nun mal ein Block ist. Aber anscheinend nicht. Dann muss wohl das Slab gewesen sein. Wooden Slab. Slabs are one of the worst items to use as fuel. They last 7.5 seconds. Only 6 saplings. 6 and saplings. Burn up quicker. Boah, keine Ahnung, was heute los ist. Aber egal. The Enchanted Golden Apples, one of the most powerful items in Minecraft. Which of these statements is false about it? Grants fire assistance. Eaten. Cake. Whoa. Okay. Ich weiß, Fire Assistance bringt. Oder probieren wir es mal. Ah. Ja! Da! No! Okay. Dann, Zombie-Villagers, hä? Ach so, okay. Minecraft has many paintings that can be freely placed on walls in this default resource pack. Which of these is the largest? Angel praying, Donkey Kong, Flaming Skull, Donkey Kong. What? Aha, es gibt ein größeres. Da würde ich mal sagen, Flaming Skull. Yeah! Hand pointing at the karate fighter, the girl pointing to a pig canvas and the Flaming Skull. Okay. 20 Fragen schon! Wow. Common practice for custom Minecraft maps is to place instructions within a book and quill. What is the maximum number of pages available per book? No limit. Ah, bin ich verfolgt? Ja, ich bin verfolgt! Ich werde verfolgt! Oh Gott! Dann würde ich mal sagen, dem niedrigsten. Oh Gott, ich werde schon wieder verfolgt. Guck euch das an. Dann probieren wir es mal mit 50. Ich habe nämlich keine Ahnung, ich rate gerade nur. Yeah. Most players don't even like to read one page. Can you imagine a 50-page book? Nein, ich würde es wegschmeißen. Pistons are a huge favorite by lovers of redstone. Which of these items cannot be moved by a piston? Es ist eine Iron Trapdoor. Ach ja. Oh, wow. Wow. Okay. Craften Tail kann bewegen, das ist ein Data Sensor. The Data Sensor will not budge.
Trapdoors and rails will move as long blah 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 down. Yeah. Ich lese gerade das Ganze gerade nicht mehr vor. The End Dragon is the final boss in Minecraft and can destroy almost everything. Which of these will may retain intact? Okay, das ist eine Portal Frame. Oh God. Oh God. The Dragon. Oops. Let's jump down. Okay, dann sind das Ender Chests. Oh. Ups. Ah, was? Hä? Warum springe ich? Warum bin ich gerade gesprungen? Das ist ein Minecart. Because Minecarts are entities, the dragon will not destroy them as it flies through them. Cool. One of the transportation in Minecraft. One form of transportation in Minecraft is the minecart. When rails are placed together to leave an empty spot in the center of an intersection, placing the final middle rail will always connect with which directions? Das war, glaube ich, irgendwas mit, ich glaube, es war Süd und Ost. Known as the Southeast Rule, placing the middle rail inside an intersection will always connect towards those directions. Richtig, 30 Minuten Folge, wow. Ich glaube, das beende ich erstmal. 30 Minuten, das ist schon ziemlich viel. Reicht auch, glaube ich, auch schon für eine Woche. Ja, also ist ziemlich viel und deshalb mache ich mit Frage 24 im nächsten Part weiter. Das hier kann noch lange dauern. Ja, also bis zum nächsten Mal. Haut da rein, macht's gut und ciao.